König Schwarzbart. So trete er ein. Ich heiße euch herzlich willkommen. Was führt euch zu mir? Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Ich suche euch auf, weil Eile geboten ist. In der vergangenen Nacht wurde ein Großteil unseres Schatzes geraubt. Die Bürger meines Landes sind außer sich und voller Unruhe. Das ist eine schlimme Nachricht. Weit können die Räuber nicht gekommen sein. Darum bitte ich alle Bürger von Burgenland um Wachsamkeit. Wir werden alles uns Mögliche tun, um euch und eurem Volk zu helfen. Dessen seid versichert. Irgendwie ist es doch schade, dass Halloweenus wieder weg ist. Also ich fand ihn sehr nett und es hat ihm schließlich doch noch gefallen bei uns. Klar, so eine aufregende Nacht hat er noch nie erlebt. Das gab er selbst zu. Bestimmt kommt er bald wieder mal zu Besuch. Schau mal, Adelheid, da vorne an der Mauer buddeln zwei. Das ist ja seltsam. Und neben ihnen steht eine Kiste. Oder ist es eine Truhe? Komm, wir steigen ab. Lass uns zur anderen Seite der Mauer gehen. Vielleicht können wir was erfahren. Mann, der Boden ist so verwurzelt. Das ist ja eine Schweinearbeit. Ja, diese Plackerei für nur einen Tag. Ganz schön blöde. Andererseits, wohin mit der Truhe? In unserem neuen Versteck ist sie nicht sicher. Nee, zu blöde, dass wir das Haus am See verlassen mussten. Da war der Teufel. Das kannst du mir glauben. Und er wollte uns holen. Und wenn der erst mal da war, kommt er bestimmt auch wieder. Und dem möchte ich nicht noch mal begegnen. Du weißt, wer das ist? Oh ja, nur zu gut. Das gibt's ja nicht. Aber was ist das für eine Truhe? Morgen Nacht holen wir sie mit den anderen wieder raus. Und dann ab. Auf Nimmerwiedersehen. König Schwarzbart hat seine Wachen schon losgeschickt. Die suchen überall nach der Truhe. Aber an Burgenland denken die nicht. Und der Wald ist groß. Das ist ein großes Glück, dass wir ausgerechnet hier lang geritten sind. Komm, schnell weg hier. Ein tolles Schwert. Und wirklich gut geschmiedet. Tja, Harald, da müssen wir wohl noch etwas sparen, bis wir uns das leisten können. Wir gehen gleich nachher zum Bauern und fragen ihn, ob wir ihm helfen können. Das bringt ja auch immer etwas ein. Kommt schnell rüber, wo uns keiner hören kann. Was ist denn passiert? Wenn ihr das hört. Wir haben zwei dieser Räuber entdeckt, mitten im Wald, an einer alten Mauer. Warum reitet ihr beiden überhaupt alleine durch den Wald? Das ist doch jetzt völlig egal. Sie waren jedenfalls gerade dabei, eine große Truhe zu vergraben. Und sie meinten, das wäre nur für eine Nacht. Offensichtlich wussten sie nicht, wohin mit der Truhe. Simon, ist nicht gerade vorhin König Schwarzbart im Schloss gewesen, wegen einer geraubten Truhe? Ja, König Schwarzbart erwähnten sie auch. Dann ist es ja genau diese geraubte Truhe. Na, das ist ja ein Ding. Was haltet ihr davon, wenn wir gleich nochmal gemeinsam hinreiten? Ihr zeigt uns die Stelle und dann überlegen wir uns was. Wir könnten sie ja selber wieder ausgraben. Erst einmal schauen wir, wie die Lage ist. Los, lasst uns schnell aufbrechen. Da drüben ist die Stelle, direkt an der Mauer. Schaut nur, da hockt einer von diesen Halunken, der schiebt Wache. Ja, der bewacht sicher die vergrabene Truhe. Also können wir das mit dem einfach Ausgraben vergessen. Jetzt brauchen wir einen guten Plan. Das kommt mir bekannt vor. Ich freue mich immer, wenn ich euch helfen kann. Vor allem, wenn es um diese Halunken geht. Opa, du weißt Bescheid. Wir haben ja alles besprochen. Gekrochen? Nein, ich komme nicht gekrochen. Ich gehe aufrecht. Vor dem fürchte ich mich doch nicht. Na, da bin ich ja gespannt, wie es läuft. Ja. Die haben Gold und Silber angehäuft, diese Banditen. So, wir laden alles ab und dann muss erstmal Opa Bernhard los. In der Zwischenzeit machen wir uns an die Arbeit. Also los, Opa, du weißt ja Bescheid. Nein, der tut mir nicht leid. Wieso denn auch? Die haben es doch nicht anders verdient. Na, ob das klappt? Hallo, junger Mann. Ich habe mich verlaufen. Nicht der schon wieder. Außerdem piekt mich was in der Hose. Alter, was geht mich deine Hose an? Wie? Seit wann? Seit einigen Minuten piekt es. Vielleicht ein Floh. Mensch, Alter, mich interessieren deine Flöhe nicht. Gicht? Nein, das ist es nicht.
Das hat man doch in den Knochen. Bei mir piekt es doch in der Hose. Was geht mich deine Hose an? Zieh Leine. Beine? Ja, genau, da piekt's. Wenn du mal schauen würdest... Alter, lass deine Hose an und zieh endlich weiter. Wozu brauchst du da eine Leiter? Du solltest mir doch nur in die Hose gucken. Vergiss es, das mache ich nie. Ja, auch das Knie, das musst du dir dann auch ansehen. Lass mich endlich in Ruhe, du machst mich irre. Wirre? Ich bin nicht wirre. Sowas Unfreundliches ist mir selten begegnet. Na sowas aber auch. Los, auf den Wagen, schnell weg hier. Der ist wirklich sehr unfreundlich. Wir werden wohl noch etwas Zeit brauchen, bis wir beim Schloss von König Schwarzbart ankommen. Und trotzdem ist es doch klug, ihm die Truhe gleich zurückzubringen. So haltet denn ein. Ihr habt die Grenze zum Reich von König Schwarzbart bereits überschritten. Guten Tag, die Herren. Genau, zu König Schwarzbart wollen wir reiten. Zu welchem Zweck? Wen sollen wir melden? Wir haben eine große Überraschung dabei. Das ist doch die geraubte Truhe. So reitet schnell vor zum Schloss und kündigt uns an. Ich werde euch eskortieren. Eskortieren? Das ist ja wirklich mal was Besonderes. Na dann los! Adelheid, dein Opa versteht nur das, was er hören will. Ich heiße euch auf das allerherzlichste willkommen und ihr bringt ja eine so frohe Kunde. Und? Ist alles in Ordnung? Klar, ich hocke ja die ganze Zeit hier. Was ist das denn? Wie schlecht habt ihr den denn vergraben? Ein richtiger Erdhügel, ihr Idioten, das sieht man ja schon von Weitem. Komisch, vorhin sah es aber noch anders aus. Ich fasse es nicht. Los, ihr Idioten, schaufelt mal die Erde weg. Los, das geht auch schneller. Wir machen ja schon. Was zum Teufel ist das? Haut bloß ab, Hilfe! Der Teufel! Der Teufel! Hilfe! 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 Hilfe!